Nein. Als Kinder brachten eine Freundin und ich uns in eurer Bibliothek heimlich das Lesen bei. Alle jungen Leute sollten eurem ehrbaren Beispiel folgen. Die Wärter, die uns jeden Tag von den Bücherstapeln vertrieben, sahen das anders. Sie taten nur ihre Pflicht. Und was studiertest du im Haus der Weisheit? Ich war für Gedichte und Heldengeschichten zu haben. Meine Freundin eher für heidnische Götter und dunkle Magie. Interessant. Und bist du deiner jugendlichen Leidenschaft gefolgt und zum Gelehrten geworden? Wenn es so viel zu erleben gibt? Nein. Man könnte sagen, ich bin ein Mann mit einer Mission. Ah, verstehe. Und was ist mit deiner Freundin? Nein, nein. Sie ist immer noch auf der Suche nach etwas. Nur weiß ich nicht, wonach. Eine Schande. Wachen! Hilfe! Ich werde angegriffen! Eine Lüge! Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So. Letztes Mal hatte ich ja die Schnauze ein bisschen voll. Deswegen werde ich mich, wie ihr gerade unschwer erkennen könnt, vielleicht für Leute, die ein bisschen aufpassen, eines kleinen Trickes bedienen. Weil ich keinen Bock auf diesen Müll mehr habe und das einfach nur fertig machen will. Manche verstehen es, glaube ich, so wie ich jetzt mal ausgerastet bin. So, was ist mit ihm hier? Der steht da einfach nur rum. Ich meine, nicht schlimm, ja? Verflucht! Hä? Ich hab noch eine Schamanen Energie gehabt. Was? Einsammeln? Warte, einsammeln. Warte, warte. Ich muss mal ganz kurz hier. Was? Noch ein Würfel. Hallo! Zum Vergessen! Schon härter zuschlagen. Nee, sehe ich nicht. Wieso? Er stirbt nicht. Ja. Ich drück manchmal auf dem Gamepad irgendwie. Ich drück manchmal Schlagen auf dem Gamepad, aber der macht nichts. Das war ganz komisch gerade. Aber jetzt geht's wieder, alles gut. Halt, das wollte ich nicht. Das wollte ich, aber hat nicht funktioniert. Aua. Aua. Warte. Was ist das für ein langes Schwert, ey? Aua. Hallo. Versuch es doch nochmal. Ja, warte. Das kenn ich. Aua. Schon. Ich hab mal kurz was probieren. Okay, funktioniert. Ja. Du Schwächling! Sehr einfallsreich! Ja! Warte. Na los! Versuch es doch nochmal! Leute! Warte. Wie vorhersehbar. Alter, kannst du mal sehen, wie nervig die Kacke ist. Schon härter zuschlagen. Ja, mach doch. Der hat schon wieder nicht geschlagen. Das war ganz komisch. Ja. Warte. So, jetzt hab ich dich. Mieser Pisser, Alter. Gott. So, wo ist er? Bitte, tu mir nichts. Du hast mich in eine Falle gelockt. Ich sollte dich gleich hier erschlagen. Verschone mich bitte. Dann sage mir, wo ist Ahmad ibn Musa? Bitte, Herr, ich weiß nicht, wo er ist. Wirklich, ich weiß es nicht. Was sollte dann der Hinterhalt? Er hat es verlangt. Wer denn? Doch sicher nicht Ahmad. Ich kenne seinen Namen nicht. Er trägt stets eine Maske. Und was will dieser maskierte Mann? Er befiehlt mir, alle von der Grabungsstätte beim Haus der Weisheit fernzuhalten. Sonst... Sonst was? Er stellt etwas mit meinem Kopf an. Wie bei den anderen. Bitte, verschone den armen Mamid. Wo ist diese Grabungsstätte? In der Wildnis. Vor der Stadt. Ich... zeichne dir gleich eine Karte. Die Karte sollte mir den Weg weisen.
Mhm. Finde den vermissten Bruder. Das machen wir jetzt. So, Inventar, was ist denn hier? Talisman. Dieser Talisman wird jenen verliehen, welche den Rang des Lehrlings unter den verborgenen Alamuts erlangt haben. Ist wie eine Sanduhr geformt. Der Legende nach gab es einst ein solches Gefäß, das mit einem Sand gefüllt war, der bei seiner Freisetzung mit schrecklichen Kräften Unheil verbreiten konnte. Okay. Von mir aus, ja. Geil, guck mal hier. So, Nachforschung, da müssen wir jetzt ja eigentlich mal hin. So. Und dann, das ist schon verfolgt, das gefällt mir sehr gut. Und dann gehen wir mal ganz kurz hier rüber, weil hier sind schon wieder tausend Sachen, die keiner lesen will. So. Entschuldigung. Wo müssen wir denn jetzt hin? Würde mich mal interessieren. Findest du im Nachforschungsmenü? Achso, Entschuldigung, habe ich nicht genau gelesen. Dann gehen wir da mal kurz hin. Hier. Aha, aha. Karte der Ausgrabungsstätte. Ich habe eine Karte erhalten, die den Standort der Ausgrabungsstätte südwestlich von Bagdad zeigt. Auf dem Weg befindet sich auch eine Oase. Das ist richtig. So. Müsste ja... Hä? Wieso steht das da oben links noch? Ich hab's doch nachgeschaut. Ist der besoffen? Warte. Hier. Habe ich auch gelesen. Drücken kann ich hier nichts, guck mal. Ne? Wollte ich nur mal kurz anmerken. Hinweis nicht gefunden. Ja, den suchen wir jetzt ja mit der Karte, aber es geht ja nicht, weil... Och, ich verstehe es nicht. So. Hier ist die Oase. Würde ich sagen, ich mache einfach mal eine Route dahin. Ah, das ist ein Fluss, ne? Ach, scheiß drauf. So. Diese Richtung. Let's go. So. Was ist da vorne eigentlich? Finde den Buchwart. Mhm. Hä? Wieso korrigiert sich in die Kamera mal? Egal. Ah, schön sieht's aus. Ach stimmt, falls sich Leute wundern. Ich habe, warte. Hier. Wo sieht man das? Hier. Das habe ich mal einen höher gestellt hier. Ne? Damit ihr da Bescheid wisst. Ich weiß. Bitte weitergehen. Er war damit beschäftigt, seine Hose zu waschen. Was? So, jetzt sind wir wieder hier. Das war's nicht. Okay, nee. X war's. Zuckertenmarkierung. Gucken, was passiert. Hilfe. Ruckel? Was war das denn? Entschuldigung. Bestich Musiker mit einer Lehrmünze, damit sie Wachen in der Nähe mit Musik anlocken. Aha. Gut zu wissen, ja. So, ein kurzer Blick auf die Karte. Wir sind erst hier, ich weiß.
So, Oase. Und da drunter können wir mal ganz kurz schauen. Hä? Was war das? Ah, man kann auch da drauf drücken. Okay. Halt. Warte. Das ist nämlich nicht die hier. Das ist doch 100% das hier, oder? Hier ist die. Warte, ich schaue noch mal ganz kurz. Ich habe jetzt keinen Bock, dass wir 3 Kilometer Umweg laufen. Ja, siehst du? Ist nämlich da. Ja, passt. Okay, warte. Mach's genau mittig für die europäischen Schulkinder. So. Dann mach ich nochmal ganz kurz das hier neu. Warte. So. Nicht, dass wir jetzt hier 3 Kilometer Umweg laufen. Aus Versehen. Das will natürlich keiner. So. Geh weg. Geh weg. Ich reite sogar weg. Stell dir vor, dann bin ich schneller. Das ist eine kranke Idee, ne? So, aus der Stadt raus. Hier gibt es noch ein paar Alpakas. Guck mal. Was gibt es hier Schönes? Musik. Warum ruckelt das denn heute so? Ganz komisch. Muss mit Sicherheit am Rechner liegen. Muss ich mal einen neuen holen. So. Na, dann müssen wir eigentlich auch gleich schon da sein. Bin gespannt. Das sieht gut aus. Ausgrabung. Was haben die vor? Halt, das wollte ich nicht. Hä? Was ist denn hier? Na komm. Ich weiß, du bist nachsichtig. Du musst etwas tun. Es geht um deine Ehre. Du kannst auch nie ruhig sein, was? Beeindruckende Arbeit, Sadiq. Gräbst du etwas für den Kalifen aus? Das geht dich nichts an. Ich finde die Überreste vergangener Reiche äußerst spannend. Darf ich mich ein wenig umsehen? Sieh dir so viele alte Steine an, wie du willst. Aber fass unsere Werkzeuge und Truhen nicht an. Ich würde es nie wagen. Natürlich nicht. So. Was du auch tust, frag nicht nach Hakim Hassan. Ich weiß. So, müssen wir einmal hier hinten hoch. Die Stätte wird von Söldnern bewacht. Wir haben wohl etwas Wichtiges gefunden. Wann werden wir bezahlt, Hauptmann? Wir werden bezahlt. Auf die eine oder andere Weise. Bist du der Anführer dieser kampfvernarbten Bande von Kriegshunden? Ihr werdet sicher gut bezahlt. Nicht so gut, wie wir es gern hätten, das sage ich dir. Wollt ihr etwas für mich erledigen? Vielleicht. Was für ein Auftrag wäre das? Siehst du die feinen Männer des Kalifen dort? Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Da wird sich doch was finden. Pack. Ich hasse alles. Wenn ich es mir recht überlege, ich mache es selbst. Na dann viel Glück. Wir werden bezahlt.
Auf die eine oder andere Weise. Viel kann man bei denen nicht stehlen. Kriege ich hier zufällig in der Nähe irgendwo so eine geile Münze her? Das wäre sehr geil zu wissen, um ehrlich zu sein. Was siehst du, Sadiq? Warte, well. So. Plop, 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 plop. Gibt's hier noch was? Hä? Was ist denn hier? Ah. Noch was? Nee, ne? Ich glaube, das war irgendwo da. Warte. Hä? Hier. Das ist doch auch wer. Jetzt. Hier auch noch. Markieren wir mal alle. Das ist einfacher hinterher für, glaube ich. Aha. Ganz asozial hinter Felsen versteckt, wenn wir da jetzt hingelaufen wären. Und warte. Hier. Noch wer? Ah, den hier haben wir vergessen. Auch nicht schlecht. Da. So, sieht gut aus. Ja, das müsste es gewesen sein. Okay. Von euch hat nicht zufällig einer so eine geile Münze, ne? Ich würde das schon gerne mit der Münze machen, ne? Ich glaube, wir müssen noch mal in eine Stadt und so eine geile Münze organisieren. Welche waren das? Kann ich das zufällig sehen hier? Welche waren das davon? Die hier ist das. Alter Mann, indem du Aufträge abschließt und Leute auf den Straßen bestiehst. Okay, warte, dann machen wir das mal ganz kurz. Alter, hast du Hunger oder was? So, kurz in die Stadt zurück, warte. Yalla! Ja. Achso, gibt nur einen galoppieren, okay. Bild. Hier lang. So weit in der Stadt ist das jetzt auch nicht. Dann können wir mal ganz kurz hier und so, ne? Weiß Bescheid. Hier vorne wäre nämlich schon unsere erste Chance. Warte. Hallo. Hat einer von euch hier zufällig was? Nee, ne? Natürlich nicht. Okay, warte, dann gehe ich mal weiter. Nein. Nee. Von euch auch nicht, ne? Okay. Hier auch nicht. Verdammt. Oh, ich glaube, ich muss gleich niesen. Entschuldigung. So. Komm schon, einer von euch muss doch was haben jetzt. Oh, Alter, wieso hatte keiner was? Kann doch nicht sein. Von euch auch nicht. Was ist denn hier los? Auch keiner. Hallo? Oh, verdammt. Nee. Nee. Hallo? Jetzt mach doch! Oh, auch nicht schlecht. Nee, 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 nee. Oh, doch. Langweilig.
überhaupt nicht auffällig. Warte. Gefallene Münze der Händler. Och Mann, das ist genau die falsche. So, hier, warte. Nee. Nee. Haben Sie auch noch was? Nee. Okay, verdammt. Wieso gehe ich denn so langsam auf einmal? Rubin. Ja. Halt. Das ist die falsche. Wieso finde ich mal keine richtige? Aua, Entschuldigung. Nee. Nee. Okay, ja, gut. Nee. Gut, hier ist keiner mehr. Dann, ja. Keine Ahnung. Ha! Nee, das Gelehrte. Oh, verdammt. Nee, auch nicht. Hallo? Nee, auch nix. Nee. So, jetzt sind wir wieder außerhalb der Stadt. Och, schon wieder eine Händlermünze, ey. Scheint echt selten zu sein, weil die andere haben wir auch erstmal einmal gefunden bis jetzt. Naja, gut. Aber es wird mir doch nicht in der Moschee rausgefallen sein. Wer weiß das schon? Okay, dann gehen wir wieder in die Stadt rein. Hier draußen sind so wenig Leute unterwegs. Ich wurde bestohlen! Hilfe! Muss niemand. So, einer von euch was? Nee. Ja. Zieht sich ein bisschen in die Länge, habe ich das Gefühl. Ah, bist du das ist doch. Und? Händler. Warum nur diese scheiß Händlermünze, Alter? Halt. Leute auf den Straßen bestiehlst. Bei allen dreien gibt's das. Nicht, dass ich mich aus Versehen verlesen habe. Kann doch nicht sein. Muss doch wenigstens mal einer so ein Scheißding haben. Wir brauchen ja nur eins erstmal. Ist ja nicht so, dass wir gleich fünf brauchen. Ui, warte. Alter, immer eine fucking Händlermünze. Ich meine, die bringen auch was, ja, aber halt jetzt nicht. So ein bisschen das Problem, was ich jetzt gerade habe. Damit. Gelehrtenmünze, was ist das denn? Warum? Warum findet man die eine überhaupt nicht? Kann ja auch nicht sein. Manchmal nur so ein Müll. Gestern zu spät. Eine Stunde? Es wäre ja gleich. Alter. Ich komme mir hier langsam verarscht vor. Du kannst gerne mitkommen. Nee, hat auch nix. Auch nix. Ja.
Was denn? Ey. Was haben die denn mit ihrer scheiß Händlermünze, Alter? Muss doch mal was anderes dabei sein. Halt. Mach das jetzt. Ja, da ist eine. Endlich. So. Okay, dann kommen wir wieder zurück. So, warte. Einmal hier. Was? Kartenmarkierung? Moment. Komm, vielleicht da die Kartenmarkierung hin, ist mir egal. Dann machen wir nochmal richtig. Die Vorlesung des Meisterheilers Alkindi so, am Hof jetzt. Wir nämlich unbedingt das Ding mal probieren. Gucken, ob das funktioniert. Aber hat auch was Gutes, weil mit der Händlermünze, da kann man sich, glaube ich, ein bisschen Rabatt kaufen bei den Händlern. Wenn man einkaufen will, da gibt man so eine Münze hin, da hat man auf alles Rabatt. Ich meine, da habe ich mal was gehört. Das müsste so sein. Vielleicht finden wir ja, vielleicht finden ja auch einen auf dem Weg, wo wir das mal testen können. Was ist das denn? Ich verstehe es nicht. So, sind wir jetzt da oder was? Da hinten. Was? Was denn das? Muss ich das verstehen oder so? Oder eher nicht so, oder? Okay. Oase. Sind wir da auch mal vorbei? Wohin erlang? Hä? Was ist das für eine Routenführung? Exakt auf der Straße lang, ganz wichtig. Vor allen Dingen jetzt gerade. So. Steigen wir mal ab. Machen wir nochmal rüber. So. Hallo. Bin wieder da. Ich bin zurück. Bereit zu handeln? Jo. Gesprochen wie ein wahrer Söldner. Hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Hey. Es ist ehrliche Arbeit. Achso, erst wenn ich entdeckt werde. Ach so, ja, na gut. Gut, dass ich gerade die ganze scheiß Zeit gesucht habe. Danke für nichts. So. Okay. Springt er auf das Seil, wenn ich hier drücke? Ja. Sehr nett. Schön, dass jetzt auch wieder alles entmarkiert ist. Weil wir gerade weg waren. Warum reist dieser hohlköpfige Gelehrte mit so vielen Truhen? Nichts. Ob es in der Nähe noch weitere Truhen gibt? Wer weiß das schon? Nur meine Klinge, meine Wasserschlauch und so, mein einmal. Da sieht mich schon der Erste. Hilfe, ich bin mittendrin. Oh nee. Koste den Tod! Toll. Klappt gut. Tschüss. Pfeile anlocken! Spick den Tölpel! Machen wir anders. Ich habe keinen Bock, hier wieder Blätter von Wänden reißen zu müssen, deswegen laufe ich mal ganz kurz weg.
Wir werfen mal die scheiß Kamera, Mensch. Gucken, ob das geht. Ich warte einfach mal kurz. Gucken, ob das geht. Ah, die suchen halt immer noch, ist das Problem. Sehr gut.